concussion. Der erste Stream mit einer richtigen Cam. Ihr habt gesehen, ich hab vor 3 Tagen da dran geackert am morgens, ne? Erster Stream, Chat, ey, kein Problem, ich bin gespannt. Aber es ist halt wirklich, Freunde, das ist jetzt hier provisorisch, es ist sehr dunkel. Eigentlich ist es nicht so dunkel hier in dem Raum. Es ist nicht dunkel. Ich finde es übelst dunkel. Sydney hat die nur so angeschlossen, hier sind die ganzen Settings noch nicht. Guckt euch dieses RTG-Team an. Was ein verrücktes, ulkiges Team-Chat. RTG läuft super, ehrlich. Prime Banane, ich bin die Prime Banane, Eldos. Eldos, ich will 4-3-3 spielen. 4-3-2-1. Defensiv, glaube ich, Quatsch, aber offensiv sehr cool. Also, individuelle Taktiken. Wir haben einmal 4-4-2 ganz normal. Die spiele ich ja die ganze Zeit. 4-2-2-2. Dann will ich einmal ein verrücktes 4-3-2-1 machen. Pelé linker Flügel, Johan rechter Flügel. Abwehrspieler nicht hinten bleiben, Mittelfeld so hier. Und Stürmer gar nichts und den Außenabwehr überlaufen. Ist sehr offensiv, aber Chat, ich warne euch, wirklich. Das ist es. Ich mache mir noch hier so eine dreckige 4-2-3-1 rein. In so letzten Minuten, du weißt doch, verwalten. Ausgeglichen. 50-40. Ausgeglichen, ausgeglichen. Spieler im Strafraum, Ecken, 3. Wir machen so hier. So, das sind dann erstmal meine 3. Wie viel Zeit haben wir dafür? 4-2-2-2, 4-3-2-1 und das. Wie lange habe ich Zeit, um in die Elite Division zu kommen? Bis morgen früh. Also wenn du es heute noch schaffst, dann hast du, oder willst du es heute noch holen? Warte mal ganz kurz, wie? Bis morgen früh? Du hast immer Zeit, Eli, aber ich meine, du kriegst die Elite Division Rewards. Ja, aber ich kann auch in 2 Wochen Elite Division, mach den Kohl nicht fett. Ja, klar. Ey, das wollte den Drecksack vorher und dahinter machen. Ja, der wollte mich ein bisschen kitzeln. Ich spiele gegen Piranha. Hast du dir gemerkt, wo welche Formation ist? Ey, Eldos, du redest hier mit der Prime-Banane. Guck dir den Ball an. Johan? Oh mein Gott! Johan? Oh mein Gott, der steuert Torwart wie ein Weltmeister. Eli, machst du am Samstag 24er? Ah, ich bin noch am Überlegen. Entweder diesen Samstag oder nächsten. Ja, wenn du willst, komme ich mit Sydney so um 5 Uhr da mal rein. Scheiße, ich hab's schon gehört. Adiola. Es ist kein Problem. Ich spiele Fußball. Oh, Weltklasse. Ich spiele Fußball. Man hat viele Optionen da vorne. Merkt ihr 4-3-2-1? Chat, wir sind Division 3. Aber, kurzer Weird Flex, wir haben 30 Spiele in Division Rivals gemacht und wir haben alle 30 gewonnen bis jetzt. Du bist der Beste. Ich bin der Beste, Chat. Ich bin eine Prime-Banane. Ihr versteht das nicht. Digga, rot chillt. Guck dir mal meine Abwehr an, Eldos. Guck dir das mal an, wie viele da vorne chillen. Ja, aber du hast die perfekten Spieler dafür, das geht schon. Digga, und dann so ein Kilian im ZM. Ich bin so offensivfreudig. Mein Gegner ist das der beste Torwartsteuerer der ganzen Welt. Chat, übrigens, Eli, geil. Gestern war geil, ne? Drittes Spiel E-Sportler, hat Bock gemacht, ehrlich. Wirklich? Ja, war super. Aber Willi, du warst... Hey, ich hab viele Optionen da vorne, Chat. Ich hab Optionen, das gefällt mir. Was muss ich denn drücken für einen Knopf, damit mein Spieler direkt kurz da ist? Ich glaube davor eins, aber du kannst ihn ja so ranholen. Das weiß ich nicht. Nö. Eli, kurz, Rückraum, lang. Ja, ja, aber er hat zugemacht. Ja, kurz, Rückraum. Ja. Ist sehr offen da hinten. Es ist ein offen stehender Käse-Chat. Sydney, du weißt, was ich dir für einen Tipp gegeben hat, Mann. Was denn? Kein Unentschieden spielen, nicht verlieren. Nicer Tipp dann. Ey, falls du einen Tipp von mir noch haben willst, wäre richtig gut, wenn du Tore schießt, aber keine kassierst. Sogar richtig, ne? Ich krieg die ganze Zeit Disco. Och, Digga, Ecken gegen Tor, hä? Ich hab 2-0 gefühlt, steht 2-2. Aber wenn du die ganze Zeit PS5 spielst, merkt man schon Unterschiede. Also ich finde PS5 geiler. Ich hab sogar 2-2 gespielt und dann habe ich in der letzten Minute einen Fehler gemacht. Der Beste. Es gibt echt viele Optionen da in der Mitte, sag ich dir ehrlich. Aber guck mal, so ein Vollidiot hat gegen mich 2 Tore geschossen. Ich schwöre, das wäre niemals passiert im 4-2-2-2. Wenn du am Flügel bist, Eli, dein Stürmer ist richtig oft da für eine Flanke oder er ins X. Merkt ihr das auch? Guck dir den doch mal an, den Dicken. Guck ihn dir doch mal an. Ja, da geht er auch raus. Hätte ich auch keine Lust mehr. 4-2, hä? Wo ist das Problem? Patch Notes, Chat. Show me. Ach, guck mal hier, direkt. Guck mal, Chat, das hier war vor dem Patch. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Das hier war vor dem Patch. Okay, ich verstehe das Spielprinzip. Und das hier ist nach dem Patch. Jetzt sollen die anscheinend reinfliegen. As you can see, the goalkeeper still has a chance of making a great save this example. But the high quality shot can lead to... Okay, okay, cool. Großteil für alle Neuen, Großteil vom Patch ist, Finesse-Schüsse oder generell die Schüsse innerhalb der Box werden effektiver gemacht, beziehungsweise die Torhüter werden schlechter gemacht. Die Torhüter werden aber besser gemacht von den Schüssen außerhalb der Box. An sich ein guter Patch. Wovon ich Angst habe, dass sie es nicht geschissen bekommen, dass die Goalkeeper jetzt genauso gut sind außerhalb der Box und dass es inside
der Box, dass es halt verquatscht ist dort. Handwerk piss bodenvoll mit einem Euro. Hi Eli, spiel am PC und bin dort Elite Division. Der Patch ist am PC schon da und es hat sich kaum was geändert. Außer, dass der Torwart im Strafraum echt nicht mehr alles hält. Finesse-Shots gehen immer noch, wenn grüner Time-Finish. Ist doch super! Handwerker piss bodenvoll. Das ist doch, das hört sich super an, oder Chat? Vinicius mit seinem scheiß linken Fuß, ne? Bele. Guck mal, das meine ich. Du hast richtig viele Anspielmöglichkeiten in der Box. Rika hat genug? Hast du genug, Rika? Oder stellt der Mann nur um? Wie teuer war die Cam? Das ist eine Sony Alpha 6400. Ich weiß nicht, wie teuer. Das ist die, ich habe die schon so lange. Ich weiß nur, dass ich ein Objektiv habe. Das Objektiv ist ja immer so das teure. Und das hat 800 oder so gekostet. Ich kann auch raus und ranzoomen und so. Da ist noch nichts eingestellt, Freunde. Nee, Johann, das ist Käuf, das ist Quatsch, der Pass. Sie spielen Fußball, Chat. Ich spiele 4-3-2-1 overall die ganze Zeit. Auch wenn ich da aufs Maul bekomme. Es macht wenigstens Spaß, Digga. Man hat vorne Optionen. Jetzt weiß ich schon, warum Mo so viele Tore die ganze Zeit schießt. Aber weißt du, wer da komplett wasted ist? Ich sag's ungern. Johann. Nee, rudet voll geil im 4-3-2-1. Weil der auch so nach vorne geil macht. Geil mitmacht. Teste mal Ginola. Hab ich auch überlegt, Freunde. Aber der Mann kostet 2 Millionen. Habe ich keinen Nerv für. Guck mal, wo Mondi spielt, Chat. Guck mal, wo Mondi und Hakimi. Sidney, ganz kurz rüberschalten. Guck mal bitte, wo Hakimi chillt. Guck mal, wo Mondi chillt. Guck mal oben, Hakimi. Guck mal, Mondi. Guck mal, die in der Box. Wie sie besetzt ist, die Box. Das ist geisteskrank. Warte mal. Oh, ich glaube, ich kappe mich gleich ein. Oh, mein Bauch. Ja, mach. Komm. Kacken. Ja, zieh durch. Ich habe so Bauchschmerzen gerade. Du bist die Maschine. Komm, drück. Wow. Guck mal die an, Digga. Guck dir dieses, hast du gesehen? Drück einfach mal, gucken. Hey, ich verstehe nicht, warum du nicht einfach mal so einen Testdrücker machst. Vielleicht kommt ein Pups raus, vielleicht kommt Kacke raus. Ja, einfach mal gucken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, was bringt mir denn der Pups dann? Ja, aber mal gucken. Das ist einfach nur eine Kontrolle. Also in der Division, wo ich gerade bin. Anfangs war es cool, so 5. Hat Spaß gemacht. Deswegen habe ich jetzt meinen Change. Mann. Nein. Boah. Esse, du musst direkte Pässe machen bei Marco und Kenan, danke für die Subs. Nee, als bei. Ach ja, du musst direkte Pass bei allen Anweisungen. Ja. Laurent bei mir mit 2 Fehlern. Warum performen die Leute, die bei dir performen, nicht bei mir und umgekehrt genauso? Nein. Guck mal, Gegentor. Hier ist schon wieder EA Sports drin. Ja, krank, wa? Ey, ich spiel meinen Gegner so krass an die Wand. Ja. Check's ab, ne, Willi? Ja, check's ab. In meinem Leben lag ich noch nie 3-2 so unverdient hinten. Digga, ich hab 2-0 gefühlt, ich muss dir 2 Gegentore zeigen. Adiola. Digga, ich hab nichts gedrückt, er springt über den Ball. Ey, ich habe noch nie so unverdient 3-2, glaube ich, verloren. Guckt euch diese beiden Gegentore an. Ich war 1000-mal besser. Aber ist kein Problem, ist Practice. Alles gut. Mir hat gefallen, wie ich gespielt habe. Guckt euch dieses Gegentor an. Ja, das ist nice. Digga, ich werde so krass meine Nerven, glaube ich, in der Weekend League verlieren. Guck mal. Und lass den Ball. Nein. Hast du Dreieck gedrückt? Ja, aber trotzdem. Digga, es ist doch wow. Ich habe 2-0 geführt, 1-0, 2-0. Das waren meine beiden Gegentore, Chat. Johann, ich versuch's, okay? Johann washed. Ja, Johann washed, Digga. Auf rechten Flügel ist der Mann washed. Willi, es ist an der Zeit gekommen. Es ist soweit, Willi. Ja? Ja. Mach dich mal. Endlich. Was brauchst du? Ich brauche 90 Minuten. Nee, wie lange? Ich brauche 49 Minuten Fleiß, Schweiß und Blut. Ich sag dir nur eins. Spielbar. Da bist du. Zeig's mir. Torwart. Machst du richtig? Ja, ist das ein Trick von mir? Ja, das wird doch
gesehen. Guck dir das Gameface an, haben sogar den leichten Bart da reingebracht. Wie kommt mein Duell? Wie sieht's aus bei dir? Sprungkraft? Du gewinnst jetzt nicht. Alles gut, super. Kannst mich. Also wirklich. Guck, Abfahrt. Siehste. Hast du gewonnen, Alter. Zeig's mal her jetzt hier, Son, hä? Dann lass mal tanzen, Son. Guck mal, da bist du doch, da bist du. Du bist so gut. Ich weiß, weil ich Yoga gemacht habe. Willi Gürres Arschlaf. Das ist mein Tor. Dein Tor, ey Chat. Dein Tor, Willi. Das ist wirklich dein Tor. Das ist mein Tor. Ist wirklich. Überleg dir nochmal den RV und Willi Gürres. Ja, ich hab da nochmal. Hakimi schwitzt schon da auf der Bank. Ja, wirklich. Nikolas. Nico. Nick. Nick. Nikla. 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 Nick. Guck mal, treib den Ball. Du bist der Weltspieler. Willi ist halt wirklich schnell wieder zur Tempo-Boost. Ach, scheiße, ja, gegen Wölche reicht das vielleicht auch nicht. Reicht das auch mal! Kamera auf dem Dach. Ha. Mo, da hast du aber einen rausgehauen. Mo. Oh, mal ein bisschen Gedanken machen über den Job, ne? Hä? Wie tief steht meine scheiß Kette, Mann? Willi, du musst. Guck mal, gegen Son. Wo ist denn das Problem, Willi? Es gibt kein Problem! Und die beziehen dich auch ein ins Spiel hier. Guck mal, die vertrauen dich schon. Ey, die kennen ja auch irgendwo langsam. Oh, angefangen hat das, Eli, angefangen hat das in der Dusche. Nikla. Nikla. Willi. Nick. Musst du. Musstest du, hast du angesetzt. Ja, kann ich aber nicht spielen. Digga, du wirst hier so einbegriffen. Komm hier gegen Wünsche. Hast du meinen Finger gesehen? Aber die Flanke war... Ja, es rutscht ab, scheiß Platz, Mann. Ich glaube, jetzt schon 70 Minuten bespielt, das Ding. Oh, Digga. Da breit gegen die Wampe. Wir sind in Liga 2, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Division 2. Chat, erster Eindruck, Cruyff washed. Also er passt nicht ins System. 5 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage. Was muss ich denn mit Messi geben? RS. Und dann musst du R9 switchen mit ihm. Das sieht aber respektlos aus hier mit Johann Cruyff auf der Bank. Er muss mal. Guck mal hier, ganz kurz mal, Chat, damit ihr nur seht, was hier abgeht. Verbrauchs-Items, guckt's euch an. Irgendwas habe ich 300 noch was mal. Das kostet irgendwie, weiß ich nicht, 3K. Oder so, 2K. Da knallt auch. Wo war das denn? War es das hier? ZM. ZOM zu ZM habe ich 342 Mal. Wie teuer ist denn das? Ich glaube, das kostet 2,5. Das sind 850K, Idee. Alleine das sind 850.000. Ich muss halt mal anfangen, das zu verkaufen. Ich sag dir ehrlich, Mo, wenn du dir nicht R9 holst, kündige ich deinen Vertrag. Junge, du denkst, ich wäre Bill Gates, Mann. Digga, du verdienst so viel Kohle, du Scheißknecht. Hör zu. Du nimmst 2.000 Euro davon. Oh, oh, oh. Was? Und dann ist einfach meine Investition. Du investierst in dich, aber Mohammed. Du, also du sagst mir jetzt, ich soll jetzt nochmal 5.000 Euro reinmachen, nur für nicht, einen. Ja, weil es dein Chef ist! Ja, Chat, ich spiele das ganze Jahr so. Außer in so letzten Minuten, scheiß drauf. Außer Spiel gegen den größten Öler. Weekend League 80% meiner Spiele versuche ich für Platz 1. Kann das einer gerade bitte klippen? Bitte, wirklich. Also das war jetzt wieder ein Gänsehautmoment. Ich spiele das ganze Jahr so. Ja, wenn es so bleibt, Digga. Es macht super Spaß. Ich habe Spielspaß. Ich mache gerne die Playstation an. Ich sage, ey, hör mal zu, ich mache mit einem Lachen die Playstation an. Und mit einem Lachen mache ich sie wieder aus. Du sagst eigentlich gerade kein Fußball, gehst doch vorher ab. FIFA ist draußen. Da kann er nicht zum Training gehen, Chan. Was ist das denn für eine dumme Frage? Trainer weiß auch Bescheid. Trainer weiß Bescheid. Was ist das denn für eine dumme Frage? Das kannst du dir doch selbst beantworten. FIFA ist draußen, deswegen geht er auch nicht zum Training. Sind halt auch mit der Schule abgebrochen. Das ist doch selbst erklärt. Oh, ich spiele gegen Messi, Mbappé, Neymar. Oh mein Gott, Pelé. Ist ein E-Sportler der Gegner, oder was? Er soll mal rankommen. Ich bin eine rutschige Banane. Oder alle E-Sportler sind eigentlich Elite Division, Alter. Außer ich, ich gehöre dahin. Ich beleg meine Box, Digga. Spieler in Was Strafraum 7. Was hast du für Schuss, Digga? Wie geht der rein? Spieler in Strafraum 7, du hörst mir nicht zu, Mo. Wie geht der denn rein in Strafraum? Kam der per Deutschland oder was? Und du kannst auch Volta. Oh, Digga, hat jemand von euch schon mal Volta gespielt? Oder er kommt einmal vor, er schießt direkt mit Di Natale rein. Ja, das ist Di Natale größer, Mbappé sagt. Junge, ich check das, der ist viel. Oh mein Gott, wie geht der nicht rein? Mo, guck mal, Stream, was soll ich besser machen? Soll ich noch näher aufs Tor rennen? Mit rechts schießen irgendwie. Ey, Sid, wenn ich unentschieden gehe, Ja, doch. Ja. Bleibt einfach gesund, Jungs. Musst du mir anhören, meine Abwehr kritisieren lassen. Vor ein paar Wochen. Zu Null spielen wir immer. Ich hab die Null an.
Oh mein Gott, Digga, ich schwöre, er ist zweimal vors Tor gekommen. Das ist sehr, sehr undankbar, 4-3-2-1. Es macht Bock, aber ist sehr undankbar, Chat. Real Talk, zweite Mal vors Tor gekommen, ihr seht es. Zwei Schüsse, zwei Tore, du bist der beste Food-Pepreneur Insta. Ist der dumm, Digga, er kommt zweimal vors Tor, er freut sich. Messi ist der beste Spieler, Chat. Er ist der beste. Ich schwör's euch, er ist die beste Goldkarte. Er ist besser als Kräuf, Digga. Er ist viel besser als Kräuf. Junge, dieser Sommer hinten rechts. Ich auch Ginola. Aber kennst du das, wenn du einen neuen Spieler testen willst und zu fokussiert auf ihn bist? Dann verkackt er. Mann, Digga. Er schießt. Wie falsch geht ist der mein Donnarumma? Digga, er schießt dreimal aufs Tor. Ich schwöre, er hat dreimal aufs Tor geschossen. Ciao. Pelé, Ronaldo, Messi. Sie sind die coolsten. Sie sind die drei besten. Kein Sinn. Was denn, Spielpresse? Wo ist das Problem? 4-3, wir wollen mehr. Ja, guck mal, wie viel Angst er hat. Spitzenrücken. Oh mein Gott, ey. Oh, Bella, ciao. Digga, mein Dad. Ciao. Digga, das ist verkauft. Was ist mit meinen Toren los? Digga, ich muss dir meine Gegentore gleich wieder zeigen. Junge, ich muss hier ein Studium abschließen, um ein Tor zu machen. Und der Typ schießt einfach blind. Er hat viermal aufs Tor geschossen. Ich schwör's euch, alle vier Tore hätte ich nicht gemacht. Guckt's euch an, Chat. Ich schwör's euch, vier Schüsse, vier Tore. Und das waren nicht gute Schüsse von diesen vier Schüssen. Gut vor. Wenn der jetzt auch schießt und reingeht, dann habe ich alles gesehen. Nein, Messi. Ja, besser ist es, Digga. Das war sein erster Schuss, der nicht reingegangen ist übrigens. Johann, du kannst es den Hatern zeigen. Abschluss. Johann ist so washed, Chat. Ich schwör's euch. Ja, das Spiel können wir nicht gewinnen, Chat. Hakimi nimmt Pelé 500 Meter ab. Ist kein langsamer, aber Pelé ist jetzt auch nicht so langsam. Hallo? Ey, wie geht's? Aber mein Gegner spielt geil, ich schwöre, er spielt auch offensiv. GG an meinen Gegner. Er kann nichts dafür, dass das Spiel verkauft ist. Ja, wie schießt du das halt? Die Leute denken mal, wir bleiben die Gegner, wenn wir so eklig sind. Und wenn sie meinen, du hast hier nichts verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen. Keiner hält dich mehr auf. Oh mein Gott, und der geht dann nicht rein, oder was, ihr? Den könnt ihr ruhig reinlassen. Ruth. Mann, Kräuf. Was ist das denn? Maldini. Wer war das? Mondi. Digga, also wirklich, ich habe heute zwei Spiele gehabt. Ich muss euch diese Gegentore zeigen. Und dafür kann ich nichts, Mann. Digga, die Torhüter sind gegen mich so krass. Und bei mir eiern die so rum. Der war nicht schlecht, Chat, aber so meine Gegentore sind so einfach. Ich schwör's euch, bei mir, dein Gegner hätte den safe gehalten. Guck mal, wie Donnarumma sich verhält. Alles eingehauen. Ich will mindestens bis Division 1 heute spielen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was mein Gegner für ein Team hat. Guck mal, Leo. Du bist der beste Pelé. Auf R9? Oh mein Gott, ey, das war so ein geiler Konter. Oh mein Gott. Jetzt habe ich hier ein Problem. Nee. Digga, ich bekomme so verulgte Gegentore, ne? Scheiß Division, Digga. Du bist der Beste. Zwei Spiele gewinnen. Du bist der Beste. Ich setze meine Brille auf, Digga, damit es hier noch versuchtet darüber kommt. Oh, jetzt wissen die Leute, was geht, Mann. Achtung, ihr setzt die Brille auf. Wieso hat R9 bei mir die 19? Ulrike, hat schon wieder die falschen Trikots gewaschen, oder was? Mann, nicht nochmal so. Nicht nochmal so. Torwart, bitte. Na, ja, Digga, mach mal den Juri. Bitte! Es kann sein! Mann! Nein. Mann, lass mich noch einmal Glück haben, EA Sports. Warum? 11 Stars, halt's Maul, Digga. Wie kann man auf so einen Namen kommen? Was ist denn das? Ich bin ein erwachsener Mann. Hast du jetzt nicht gerade gesagt. Leute, Eli ist erwachsen, der regt sich nicht auf. Mann!
Mann. Ey, ich hab so krass viel Pech, ne? Ich bin die Ruhe selbst, aber ich fühle mich wirklich verarscht von diesem Spiel. Das geht nicht sein. Und ich krieg drei Gegentore. Mann. Oh, ich hab's geschafft, Mann. Ja. Oh mein Gott, ey, es ist so unfair. Ich mach's jetzt. Ich getroffen. Das ist schon. Digga, es fuckt so krass ab. Ich schwöre, es ist so krass, wie die nicht reingehen. Es ist so krass. Leute, Elis erwachsen. Es ist so unfair. Es ist so. Es ist so unfair, ehrlich. Elis erwachsener Mann. 77 schießen, ich stehe da mit R9 und nichts geht rein. Ich gehe erst offline, wenn ich Division 1 bin. Digga. Dieser verkackte Donnarumma, Digga. Ich hoffe, der wird nie bei Paris zocken, Digga, weil er so ein krasser Knecht ist. Wie kann man denn mit 20 dahin wechseln, nur wie alt er ist? Ich warte, ich hab ihn sogar angewählt. Ja, auf jeden Fall nicht zu Paris wechseln, Mann. Dann hier wieder, das war sogar in Ordnung, glaube ich. Aber ich glaube, es war wieder so Glück. Und hier auch wieder. Bei solchen Sachen nicht wechseln. Oh Gott. 11 Stars, Digga. Er hieß 11 Stars. 11 Stars. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt kannst du wieder ins Loch gestoßen werden. Bitte kein Messi, bitte kein Ronaldo, bitte kein Mbappé. Ein Italiener. Mbappé hat er. Edi, der ist gelistet. Geil. Und das ist es nämlich. Auch wenn es irgendwie nächste Woche gepatcht wird. Es ist mir scheißegal, Digga. Ich werde es die ganze Zeit machen. Kann nichts passieren. Wir bleiben ganz ruhig. Kann was passieren? Ist passiert. Ja, das ist Fußball. Entweder macht man einen schönen Angriff oder ein Finesse-Tor. Anders geht's nicht, weil er wird geblockt. Du kannst nicht so ein Mitteltor schießen. Football, play the ball, take the ball, play the ball, take the ball, play the ball, take the ball. Wir haben es geschafft. Brech ihn durch die Mitte. Unglaublich, ne? Ja, Digga. Der wurde so krass von FIFA 22. Ich habe einfach nur FIFA 22 gespielt, ne? Ich konter ihn aus und drücke ihn ein Finesse nach dem anderen. Das muss so deprimierend sein. Wir sind drin, Chat. Wir sind drin. Division 1, Chat. Wir sind drin. Einfach 5-2 gegen eine RTG kassiert. Digga, der Typ verliert gegen ein RTG-Team 5-2 und schämt sich nicht mal. Wir haben kaum Spiele verloren, ne? Ich glaube, von diesen Division Rivals Spielen, das war so traurig eine Zeit lang. Wir haben 49 Spiele gemacht. Ich glaube, wir haben 45 gewonnen. 1 oder 2 unentschieden und 2, glaube ich, verloren. Das heißt, ich glaube, wir haben 45 Siege, 2 unentschieden, 2 Niederlagen. Ja, geh ich mit.